Hallo an alle. Nein, Domi. Ich möchte sie lieber darauf vorbereiten, weil okay. Die, wo Kopfhörer drauf haben, die werden sonst wirklich vom Stuhl fallen. Kennt ihr Otto den Film? Oder kennt ihr Heino? Ach, sicherlich. Ihr könnt uns eh nicht antworten. Bevor das Spiel jetzt ernst losgeht. Ja, bevor es ernst losgeht, müssen wir die ganze Ladung Blödsinnigkeit mal vorher loslassen. Wir haben nämlich was Kleines einstudiert. Aber tut den Kopfhörer runter, falls ihr das jetzt mit Kopfhörern hört. Und denkt euch nichts dabei, wir müssen es einfach loswerden, ja? Das wollten wir schon immer mal sagen. Also, Domi, 3, 2, 1. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich. Schwarzbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. Schwarz, braun, blöd, Daniel. Ja, ich glaube, jetzt ist jeder hat wieder abgeschaltet. Ja, ich glaube, das sind 5 Abonnenten weniger. Oder mehr. es tut uns wirklich leid, ja. Es geht jetzt auch sofort weiter. Jetzt sind wir wieder ganz bitter ernst. Jetzt. Es geht nicht mit Schwarz-Braun weiter. Jetzt fängt die Frau auch noch das Ding an. Phantasmagoria geht's weiter. Und wir haben, glaube ich, aufgehört. Super Bob? Nee. Bei weiter 2. Weiter 2, genau. Irgendwo auf der Suche danach, wie es weitergeht, weil wir nämlich momentan warten müssen, bis wir A. zur Psychologin kommen und danach ins Borderline, wo uns Therese eingeladen hat. Bleibt uns, denke ich mal, nichts anderes übrig, als erstmal beide rumzugucken, Domi, ne? Ayo. Wer ja wagt es, mir jetzt eine SMS zu schreiben? Gerade jetzt. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas Wichtiges gibt. Ich bin mir sicher, ich muss irgendwie das Teil hier innen drinnen die Schrauben lösen, die festgeschraubten. Mit dem Schraubenzieher alleine hat es nicht geklappt. Das war definitiv klar. Oh mein Gott, Domi, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das gemacht haben. Dass wir gesungen haben? Ja. Ich fand es wunderschön und herzzerreißend. Ach, hier ist ja noch die doofe Untersuchung, ne? Hier können wir quasi gar nicht viel machen. Ah. Sam, wie oft will der bei seinem Chef einbrechen? Wahrscheinlich ziemlich oft. Okay. Da geht auch nichts mehr. jetzt kommen wir zum Doc. Super. Also das ist der Psychiater, den er angerufen hat. Aufgrund seiner Ereignisse, oder? Curtis. Guten Tag, ich bin Dr. Harrow. Sehr erfreut, Doktor. Ganz meinerseits, bitte, setzen Sie sich. Machen Sie sich's bequem. Also, was führt Sie zu mir, Curtis? Naja, ich... Ich komme in letzter Zeit mit ein paar Dingen nicht so gut klar. Ich gerate in Panik, wenn... Nichts. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Macht doch nichts, wir haben Zeit. Sprechen Sie ruhig über irgendwas, was Ihnen gerade einfällt. So, rumschauen. Aber wir können wirklich rumgucken. Da war zumindest gerade irgendwas hier. Meine Mutter hatte auch so eine Schneekugel. Ich dachte oft, in ihrem Kopf sieht es so aus wie hier drin. Alles durcheinander. Lauter durcheinander wirbelnde kleine Fleckchen. Als ich 6 war, fing sie an, mich zu hassen. Curtis, das sind die Probleme ihrer Mutter. Nicht ihre. Sie waren nur ein kleiner Junge. Okay, red mal mit ihr. Zuklicken. Seien Sie nicht böse, aber ich komme hier irgendwie blöd vor. Sie müssen denken, ich bin ein seelisches Wrack oder sowas.
Sie sind kein Wrack. Es ist heutzutage ganz normal, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie müssen sich vorstellen, dass Ihr Kopf ein Körperteil wie jeder andere ist. Und wenn es da Probleme gibt, dann geht man eben zu einem Arzt. Das ist eine kluge Entscheidung. So, das hat jetzt sehr viel gebracht, diese Unterhaltung. Tja. Kannst du ihr was zeigen oder so? Ich kann dir das ganze Zeug, glaube ich, zeigen von meinen Eltern und so weiter. Und den Knopf. Den Knopf von Bob sogar. Ein Kollege, Bob Arnold, ist heute ermordet worden. Nicht etwa erschossen oder was in dem Stil. Er ist in meiner Box zerstückelt worden. Mein Gott, Curtis, wie kommen Sie damit zurecht? Es ist eigenartig, Doktor. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Da ist nicht das geringste Gefühl. Mehr zeigen. Geht das? Nein. Das Kleid der Mutter geht. Doktor. Das ist schwer. Einige Zeit, bevor sie sich erhängt hat, da hat meine Mutter mich als Mädchen verkleidet. Oh, es war sein Kleid. Vor Augen führen, das war das Problem ihrer Mutter. Sie waren ein unschuldiges Kind. So, die Akten, können wir die zeigen? Jawohl. Sehen Sie, ich glaube, dass die Firma, bei der ich arbeite, ein schreckliches und gesetzwidriges Experiment durchführt. Sehen Sie sich das an. Mein Vater hat da tief mit drin gesteckt. Ich muss herausfinden, was es mit diesem Schwellenprojekt auf sich hat. Das kann ich verstehen, Curtis. Es gab da einige große Vertuschungsmanöver in den letzten Jahren. Das finde ich mal witzig, was in Point-and-Click-Adventure die Leute alle mit sich rumführen. So endlos Taschen. Vielleicht hat er einen Rucksack. Was war denn das nochmal? Warte mal, bevor ich ihr das zeige. Das waren diese komischen... Ach genau, das war von der Liebe Therese. Und Küsse. Genau, dieser Liebesbeweis. Es ist mir ja peinlich, aber diese Art von Bildern hat mich irgendwie immer fasziniert. Dafür brauchen Sie sich nicht zu schämen, Curtis. Können Sie mir sagen, was Sie an sadistischen Abbildungen fasziniert? Ja. Das ist noch verrückter. Ich habe das Gefühl, dass diese gefesselten Menschen durch die Fesseln aufrechterhalten werden. Und als ob sie dadurch gewissermaßen vor ihrer Auflösung geschützt wären. Interessant. Sollte mal zum Rorschach-Test, was der bei Tintenklecksen noch alles rein interpretiert, hey. Ja, wie du bei mir mal gesagt hast, ne, wenn ich da hingehe. Was sehen Sie da? Einen Dachs und hier Knochenflocken. So, die Visitenkarte von ihr. Ich hätte sie beinahe nicht angerufen. Na, Herr Dr. Merrick hat sie mir empfohlen. Er war mein Arzt im Krankenhaus. Ja, ich weiß, Curtis. Möchten Sie über Ihren Krankenhausaufenthalt reden, über Dr. Merrick? Ich will Ihnen keine näheren Fragen über den Grund Ihres Krankenhausaufenthaltes stellen, aber können Sie mir sagen, ob es ein bestimmtes Ereignis war, was zu Ihrer Einweisung geführt hat? Das ist es ja gerade, Doktor. Ich weiß nicht, was los war. Ich wusste manchmal, wer ich bin, und eine Minute später totaler Blackout. Das ist schwer zu erklären, aber meine Identität hat sich einfach aufgelöst wie
der Zeitung, die zerflattert. Mhm. Ausweis vom Windtag geht nicht. Brieftasche geht auch nicht. Okay. Jetzt haben wir wieder ein Bild von der Therese. Oder der Postkarte von ihr. Ich bin heute mit einer Kollegin verabredet. Ihr Name ist Therese. Sie ist unheimlich sexy und... Ich weiß nicht, aber ich habe Schuldgefühle. Sie wissen ja, es gibt noch Jocelyn. Werfen Sie sich vor, dass Sie Jocelyn betrügen? Ja. Das heißt, nein, ich meine... Wir waren uns von vornherein einig, dass wir keine Besitzansprüche erheben und... Somit habe ich keinen Grund, mich schuldig zu fühlen. Ich glaube, es liegt an Ihnen, das zu entscheiden, mit Ihrem Kopf und mit Ihrem Herzen. Aber erlauben Sie mir einen Hinweis, Curtis. Sie sollten sich klar machen, dass Schuld ein sehr, sehr destruktives Gefühl ist. Ja. Gut, das man denn noch Bild so? Der Kollegen ist sicher interessant. Und das war auf der Weihnachtsfeier von unserer Firma. Ich hatte eine Menge Spaß an dem Abend. Sie sehen jedenfalls ziemlich fröhlich aus auf dem Bild. Wer sind die anderen Leute? Das ist Trevor, mein bester Freund. Und das ist Jocelyn. Meine Freundin. Ich weiß nicht, wieso ich unsere Beziehung vor den Kollegen in der Firma verstecke. Lieben Sie Jocelyn? Ja, ich denke schon, aber ich... Irgendwie interessiere ich mich auch für Trevor. Und das verwirrt mich. Ich meine, ich habe nie... Ich weiß nicht, wie ich ihr das erklären soll. Ich will sie nicht verletzen. Haben Sie denn schon mal mit ihr darüber geredet? Oh nein. Es fällt mir ziemlich schwer, mich ihr zu öffnen. Es ist komisch sogar, wenn wir zusammen im Bett sind, fühle ich mich ihr nicht wirklich nah. Ich fürchte, ich fühle mich niemandem gegenüber wirklich nah. Also ja, er ist mit einer Frau zusammen. Geht mit einer anderen Frau in diesen Club? Die vor allem, das ist ja glaube ich so ein BDSM-Club. Das ist ein BDSM-Club, ja, glaube ich, soweit ich weiß noch. Und interessiert sich aber noch für Trevor, für seinen Arbeitskollegen. Das richtig. Ist schon ziemlich interessant. Ich glaube, das letzte Foto wird auch interessant. Das ist das Foto der Eltern. Das waren meine Eltern. Sehen sie nicht aus wie ein glückliches Paar? Ja, ich glaube, damals waren sie glücklich, aber ich weiß nicht mehr. Das ist irgendwie nicht fair. An die guten Dinge erinnere ich mich einfach nicht. Ich erinnere mich nicht, dass sie mich umarmt und geküsst hätten oder nur an ihren Hass. Und daran, wie meine Mutter sich umgebracht hat. Zwei Jahre danach ist mein Vater von einem Auto überfahren worden. Der Fahrer war betrunken. Mein Gott, Curtis. Damit wird so leicht niemand fertig. So, haben wir noch was zum Anklicken? Ich kann mich umdrehen. Ah. Ich kann hier noch ein bisschen was anschauen. Ich kann die Tür jetzt da verwenden. Also Bücher geht nicht. Ich glaube, das war es jetzt aber ihr. Sonst hätte ich die Tür noch nicht anklicken können. Deswegen, ihr seht es nicht, aber ich kann die Tür anklicken. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Nun, Curtis, unsere Zeit ist um. Aber ich glaube, wir haben noch eine Menge zu tun. Was meinen Sie? Möchten Sie morgen wiederkommen? Ja, klar, einverstanden. Wunderbar. Also, ich sehe Sie dann. Okay, danke, Dr. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich Ihnen auch. Die ist nett. Und jetzt lassen wir seine dunkle Seite raus im BDSM-Club Borderline. Yay! Hallo, Süßer, komm, lass mich rein, ich bin verschwende hier.
Also ins Unclub würde ich nicht gehen, wenn da solche Leute davor rumtanzen. Oder wahrscheinlich erst recht. Der Brief von der Therese, glaube ich, ist sehr hilfreich. War das der SM-Brief? Hm? Hören Sie. Das hier hat Therese mir geschickt. Na toll. Nicht mal unterschrieben. Den anderen, den SM-Brief, nicht die Ansichtskarte. Ach so, stimmt ja. Stimmt ja, das Ding hier. Hier, das hat Therese mir gegeben. Na schön, kommen Sie rein. Hoffentlich kommen Sie auch heil wieder raus. Oh yeah. Jawohl, Brille runter. Yeehaw! Musik ist cool. Mhm. Na, wo ist er denn? So, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um da. Sobald das Bild kommt. Wer ist denn das? Links am Rand. Verzeihung bitte. Können Sie mir sagen, ob ich... Oh. Was für Spiel. Seien Sie sicher. Ich kann für dich dazu bringen, dass du wohl Lust nur so brüllst. Nein, nein. Amateur. Oh Gott, jetzt muss ich mich aber zurückhalten. Ach so, was haben wir da hinten noch? Toiletten, glaube ich. Oder ist das der Ausgang? Ne, Toiletten. Hä? Tür hat sich doch gerade bewegt. Ah. Entschuldigung. Gut, so viel zum Klo. So, da ist Exit. Da geht's aber wahrscheinlich woanders raus. Nee, das war schon das richtige Exit. Oder? Was ist hier links? Ah. Ah. So, wir können nur mit dir reden, so wie es aussieht. Was ist das für ein sonderbarer Club? Ein Sadomaso-Club, Curtis. Willst du was trinken, um dich an die schmutzige Wahrheit zu gewöhnen? Nein, danke. Ich finde das ziemlich aufregend. Wart's ab, Edis, kommt noch besser. So, wir können weiterreden. Hör zu, ich muss dir etwas sagen. Jasmin und ich sind ziemlich eng zusammen. Red nicht weiter. Es ist mir gleichgültig. Meinst du, ich hätte keinen anderen außer dir? Aha. Bring Jocelyn doch einfach mal mit. Sie ist ein hübsches Kind. Therese. Ich will nicht die Moralapostel spielen. Hey! Bring mir einen roten Gummi. Einen großen. Aber eins verstehe ich nicht. Warum muss man sich wehtun, um Spaß zu haben? Geht's dir noch? Bist du jemals ausgepeitscht worden? Bist du jemals bei Kerzenlicht eingeölt und mit seidenen Riemen geschlagen worden? Nein. Weißt du, das ist nicht so, als ob man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut. Es ist intensivste Erotik.
Ah, das ist also der rote Gummi. Okay, und das ist auch das Einzige, was du verwenden kannst. SM. Was soll's, ich werde nicht dran sterben. Hoffe ich. Ja, ja. Nicht schlecht. So hab ich das aber los. Ich hätte Lust, einen Bauchnabel zu piercen. Wer will mal? Bauchnabel-Piercing! Nach einem Ding schon so kaputt. Oh, schau mal, wie er schon zuckt, der Curtis. Hier! Ich will mal! Oh, ist nach einem Ding aber schon ziemlich dicht, ey. Jawohl. Na, klingt ja fix. Alles in Ordnung? Was eine Nacht. So, wir sind gepierced. Ja, das war doch jetzt mal witzig. Klicken wir doch mal drauf, oder? Auf den Piercing? Mhm. Klicken wir auf den Piercing.